Oh Gott. Und der Papa hat seine Wirkung verloren. Ja, wir haben gesehen, wo lang er geflohen ist. Richtung 4? Letztes Mal ist er noch nicht Richtung 4, da ist er mal nur 7, 6, 5. Woanders ist er nicht lang gegangen. Haha, falsche Taste. Egal, ich hab da angegriffen. Naja, ein Questziel ist es, eine Wirrenträne zu bekommen. Und genau die hat er da. Ja. Ah, Chacha, genau, jetzt musst du weg sein. Ich wollte gerade sagen, Chacha, lenk mal bitte ab. Weil ich will ehrlich gesagt den Quest hier erfüllen. Ich habe gar keine Ahnung, ob der Uragan ist, so wie zum Beispiel Rathalos oder Arasian. Habe ich ehrlich noch nie gesehen. Aber es könnte durchaus sein, um sich zu stärken. Ich nehme natürlich gerne die Sachen hier mit. Vielleicht mache ich auch irgendwann ein Bariot-Video, wenn ich nicht ungefähr 48 Minuten für ihn brauchen würde. Wer weiß, wie lange ich jetzt hier für ihn brauche. Ah, dass mich damit den Schwanz erwischt hat, ey. Die Waffen stärkt immer dann, wenn ich gerade unter ihm bin, in seinem Bauch. Halt irgendwie mal so Naturgesetz zu sein. Genau wie bei, dem Langschwert. Dass wenn ich genau dann im Elan Feuer bin und dann versagt die Waffenstärke. Uah. Wow. Er ist wieder stinkesauer, wie man sieht. Ah, sein Zögern ist sehr irritierend. Ich glaube, jetzt macht er eine Angriffswelle nach der anderen. Das hat ziemlich gerade echt den Anschein. Ah. Ja, das war natürlich ganz grandios. Ich hatte mal irgendwie in Erinnerung, dass man trotz gezogener Waffe
trotz gezogener Waffe. Ja, okay. Das war jetzt auch doof. Trotz gezogener Waffe konnte man noch Getränke trinken. Hatte ich irgendwie in Erinnerung. Keine Ahnung. Warum kann man eigentlich nur 5 Kältegetränke mitnehmen? Ich habe mal YouTube-Videos gesehen, da hatten die Leute 66. Wie geht das? Wenn jemand das weiß, kann er mir einen Comment schreiben, wie das geht. Bedeutet, er ist wütend und erschöpft und Gas. Und es bedeutet Gas. Angstgas. Er scheint viel davon zu haben. Oh, dass er mich da... Boah. Logisch ist das zwar nicht, dass du mich da getroffen hast. Aber ich glaube, hier geht es nicht gerade direkt um Logik. Ja, okay, ich gehe erstmal in die andere... Blickwechsel. Und da ist er. Jetzt kann ich erstmal nicht an ihn rangehen. Er muss die Dinge nur berühren und sie explodieren. Schaut, das ist schön Vorgefühl. Nein! Boah, Papa! Boah! Man hat die Entfernung gesehen, wie weit ich weg war und trotzdem seine Schriftwelle gespielt habe. Ich frage mich, ob ihn das verletzt, wenn er da in der Lava ist. Ah. Okay, das war keine Absicht gerade von mir. Lustig wäre es natürlich. Aber das bezweifle ich. Mann, nicht die Attacke, sondern die On. Ja, ganz clever. Und ich stehe hinter ihm. Okay, das waren. Egal von wem ich diesen Tipp gelesen habe, der hat Scheiß gelabert. Angriff! Oh, wieder falsche Taste.
Ich habe zurzeit echt zu wenig Zeit zum Spielen, um mich an die Classic-Steuerung zu gewöhnen. Natürlich immer auf Cha-Cha, wenn er mich heilen will gerade. Kein Wunder, warum ich da voll Schaden bekommen hat, obwohl ich... Ja, dieses Feuer. Zwar war es dumm von mir da reinzurennen, aber trotzdem. Ich will an seinen verkackten Bauch. Ich meine, aufgefallen, dass er sich trotzdem noch weiter nach hinten bewegt, obwohl er seine Beine nicht mehr bewegt. Ey, warum... Warum machst... Ja, geht doch! Boah, jetzt habe ich ihn nicht getroffen. Oh, der will mich echt verarschen. Ey, jetzt hat es mal geklappt hier, die Kombination, die ich eingegeben habe. Und dann treffe ich nicht, weil er wegrollt. Dann hat er einfach seinen Schaden seines Schwanzes einfach deaktiviert. Er frisst tatsächlich. Mann, greif an! Er frisst Steine. Okay, ich glaube, das kann jetzt länger dauern als... erwartet. Da war aber beim ersten Mal konnte er nichts essen. Okay. Ich habe jetzt überhaupt nichts gesehen. Was hat er denn gemacht? Oh Gott! Wo ist er? Wie schnell man hier die Orientierung verliert. Ja. Schaden macht mir eigentlich diese Feuerwolke gar nicht. Kann ich ruhig auf dich einschlagen. Oh, habt ihr das gesehen? Ich habe abgeblockt und trotzdem Schaden bekommen. Mann, die Attacke, ja. Oh, er hat wieder geweint, das ist wieder gut. Weg hier. Ein beherzter Sprung und raus aus der Situation. Uragan-Panzer halt, nicht schlecht. Stimmt, braucht man den noch.